Hallo Eisfreunde, reden wir heute mal über Trockenmasse. Wie im letzten Video gesagt, heute kommt die Trockenmasse dran. Wir haben ja Eis und Sorbe. Beim Sorbe ist die Trockenmasse, wie im ersten Video gesagt, von 30 bis 36%, beim Eis von 35 bis 38%. Ihr hört im Internet manchmal auch, manche gehen auf 40% Trockenmasse hoch, weil es leichter zu berechnen ist, wenn man Anfänger ist. Kann man auch, aber umso mehr Trockenmasse ihr reinmacht, umso gefährlicher wird, dass euer Eis spröde auf der Zunge schmeckt. Also weil ihr zu viel Wasser bindet, weil Trockenmasse ist dazu da, dass das freie Wasser gebunden wird. Was setzt man alles ein, um Trockenmasse zu erhalten? Magermilchpulver, Inulin, Bindemittel, auch Zucker. Vergesst bitte aber auch nicht, das machen die meisten, Milch, Sahne, Joghurt haben auch Trockenmasse, wenn ihr euer Eis berechnet. Das ist wirklich ganz wichtig. Genau, dann gehen wir mal auf die einzelnen Bestandteile ein. Bindemittel lasse ich heute mal weg, weil da kommt ein extra Video, weil ich denke mal, das ist ziemlich interessant, weil wir haben ja ein eigenes Bindemittel in unserem Buch, aber es gibt ja noch viele andere Stoffe, die binden, und da werde ich ein extra Video machen. Wir gehen heute einfach mal auf Magermilchpulver und Inulin an. Also, Magermilchpulver setze ich liebend gern bei Eis ein. Warum? Es erhöht den Milchgeschmack, weil ich kann nicht einfach nur, wie gesagt, die Bilanzierung haben wir ja jetzt dann fast jeden Stoff durch. Trockenmasse, Fett, Zucker, Wasser. Und jetzt haben wir jeden durch, und ich kann ja nicht einfach nur Milch reinkippen bei meinem Stracciatella, dass es nach Milch schmeckt. Deshalb gehe ich da ziemlich viel Milchpulver rein. Man kann halt höchstens bis zu 11,5% Milchpulver einsetzen. Ich gehe manchmal ein bisschen höher und lasse dafür das Inulin weg. Milchpulver besteht aus 46% Protein. Das hilft uns dabei, einen besseren Overrun, den Aufschlag, also Overrun heißt Luftaufschlag, den besser zu halten. Was gibt es noch zum Milchpulver zu sagen? Ja, es ist ein sehr gutes Wasser, es bindet sehr gut Wasser, das 5- bis 6-fache seines eigenen Gewichtes. Also wie ihr mitkriegt habt, also ich bin ein totaler Fan von Magermilchpulver. Setze ich liebend gern auch ein bisschen mehr ein, weil es einfach gut, also bei mir nach Milch schmecken soll. Es funktioniert aber nicht bei Sorbets. Da brauchen wir einen anderen Bindemittel, also einen anderen Füllstoff. Und das ist dann sozusagen das Inulin. Inulin wird gewonnen meistens aus der Chicorée-Wurzel und ist ein reiner Ballaststoff. Genau, der kann, also wenn man sagt, man verträgt nicht Magermilchpulver, kann man den 1:1 ersetzen durch Magermilchpulver. Wie gesagt, dann schmeckt es halt nicht so nach Milch. Und Inulin bindet das freie Wasser, auch Fett, wenn man es erhitzt. Und wie gesagt, ich setze es halt liebend gern bei Sorbets ein, weil da darf man ja kein Milchpulver einsetzen. Genau, mehr gibt es zu Inulin dann auch nicht sagen. Wie gesagt, Ballaststoff, rein natürlich. Und ja, das war es dann auch schon von dem Video. Nächstes Mal berechnen wir ein Rezept und dann wird es auch gezeigt. Was ich dann auch noch liebend gern machen will, bei den Füllstoffen haben wir jetzt Bindemittel vergessen. Nicht vergessen, habe ich ja gesagt. Bindemittel, alles aufgezählt vorher, was es an Füllstoffe
Trockenbestandteile gibt. Aber Bindemittel will ich wirklich noch extra eingehen, weil ich glaube, es ist für viele interessant. Es gibt nämlich noch andere. Wir haben ja unser Bindemittel mit Pektin, Johannisbrot, Kernmehl, Guarkernmehl, Zitrusfaser. Aber es gibt ja noch total andere Stoffe. Aber da will ich extra drauf eingehen, weil das ist, wird ein ziemlich verdammt langes Video, weil es für jeden was gibt. Also für jeden Stoff gibt es Bestandteile, die was man verstehen muss. Und ich glaube, ihr versteht jetzt auch, warum ich so eine Videoreihe machen wollte. Eis ist nicht gleich Eis. Also ihr merkt da jetzt schon ganz genau, man muss Eis verstehen. Wenn man Eisrezepte entwickeln will, muss man verstehen, was kann man einsetzen und wie kann man es einsetzen. Man kann nicht einfach nur, ich mische das und das rein. Man muss wissen, was macht ein Stoff, wenn ich das mit Wasser zusammenmische und so. Und jetzt habt ihr es, glaube ich, verstanden. Und das will ich euch in meinem YouTube-Video zeigen. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert mich und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.